Das ist eine Venezianico Redentore und in diesem Review verrate ich dir nicht nur alles, was du über diese Uhr und über die italienische Marke wissen musst, sondern auch, warum die Venezianico Redentore ein Rolex-Killer unter 500 Euro ist. Venezianico ist eine kleine italienische Marke aus San Donà di Piave, nahe Venedig, die 2017 von zwei Brüdern ins Leben gerufen wurde und ursprünglich unter dem Namen Meccaniche Veneziane bekannt war. Und auch wenn der klangvolle Name durchaus eine gewisse Faszination auf mich ausübte, konnte mich die Marke nicht ganz abholen, als ich 2019 erstmals auf sie stieß. Den Uhren fehlte der letzte Schliff und es schien fast so, als wäre die junge Marke noch in der Findungsphase und noch nicht ganz bereit durchzustarten. Dass die Marke mit Venezianico einen Namenswechsel vollzogen hat, war das Letzte, was ich von der italienischen Marke mitbekam. Danach verlor ich sie aus den Augen. Doch der Namenswechsel schien wohl der Startschuss einer neuen Ära gewesen zu sein. Denn gerade in letzter Zeit bin ich immer wieder auf interessante Modelle und Variationen des aktuellen Lineups gestoßen. Nicht nur das Marketing passt nun deutlich besser zum Unternehmen, auch die Uhren haben endgültig ihren Stil gefunden und sind deutlich gefälligt als zuvor. Also bin ich auf die Homepage von Venezianico gegangen und habe mir genauer angeschaut, was die so machen. Mittlerweile gibt es eine Menge Modelle, die mich nicht nur optisch wirklich ansprechen, sondern auch einen hochwertigen, qualitativen Eindruck machen. Ein Modell hat es mir dabei ganz besonders angetan, die Venezianico Redentore. Ich habe mir diese Uhr bestellt und zeige sie dir nun in meinem Review. Dieses Review ist stellvertretend für alle Redentore-Modelle, die es gibt. Die Redentore gibt es nämlich auch in 40 mm, unter anderem auch mit einem extrem interessanten Ultra-Black-Zifferblatt, was an das legendäre Onyx-Style von Rolex erinnert. Doch ich habe mich für die kleinere 36 mm Variante in Hellblau entschieden. Die Venezianico Redentore hat einen Durchmesser von 36 mm, eine Dicke von 11,5 mm, einen Lack-to-Lack von 44,8 mm und einen Bandanstoß von 18 mm. Von den doch recht kleinen klingenden Maßen sollte sich niemand abstecken lassen. Die Uhr trägt sich größer als eine klassische 36 mm Uhr, da die bombierte Lünette sehr schmal ausgefallen ist und das Zifferblatt so sehr viel Platz einnimmt, so dass du die Venezianico Redentore auch an Handgelenken bis 17,5 cm problemlos tragen kannst. Ich finde eine kleinere Größe bei dieser Art von Uhr ohnehin passender, aber siehst du das anders als ich, bietet dir Venezianico, wie bereits erwähnt, auch eine 40 mm Variante an. Dann sogar mit Datum. Das Design ist klassisch und passt auf jedes Outfit. Ja, ich sehe die Anleihen. Ich sehe ein klein wenig Oyster Perpetual. Ich sehe hier und da Aquaterra. Und ich sehe das Armband, welches mich sofort an Patek Philippe erinnert. Doch insgesamt ist alles eigenständig genug und mit ganz viel italienischem Charme garniert. Die Uhr strahlt italienische Lebensfreude aus und das zieht sich durch das gesamte Line-up von Venezianico durch. Die Lünette und das Gehäuse sind komplett poliert, nur die Flanken sind mattiert. Das Armband strahlt mit all seinen polierten Teilen jede Menge Luxusfeeling aus. Das atemberaubende Sunburst-Zifferblatt setzt nochmal einen drauf, doch darauf komme ich später nochmal separat zurück. Wo sich viele Uhren heutzutage hinter ihrem Tool-Image verstecken, zeigt die Venezianico Redentore, was sie hat. Diese Uhr ist keine Tool-Watch. Sie ist eine Art Schmuckstück, die gesehen werden will. Das ist Italien. Das ist Bella Vita. Nicht umsonst ist auf der Rückseite die venezianische Basilica del Redentore eingraviert. Bei dieser Uhr wird Italien zelebriert. An jeder Ecke und Kante. Technisch ist die Venezianico Redentore solide. In der Uhr werkelt das Seiko NH35A Automatikwerk mit beidseitig drehenden Rotor, 40 Stunden Gangreserve und Sekundenstopp. Es handelt sich hier um ein günstiges Seiko-Werk, welches bei vielen günstigen Uhren zum Einsatz kommt, jedoch zuverlässig funktioniert und günstig zu warten ist. Dass die Uhr kein Datum bietet, ist für mich als Purist kein Problem. Schade finde ich nur, dass das Werk prinzipiell ein Datum bieten würde, denn die Krone hat eine ungenutzte Position, die für das Datum gedacht war. Das fühlt sich etwas komisch an und passt nicht so ganz zum Luxury-Ansatz, welches die Uhr ansonsten versprüht. Dafür bietet die Uhr ein Saphirglas mit Antireflexbeschichtung. Das macht die Uhr robust
und bietet einen Plus bei der Ablesbarkeit. Einen Minuspunkt gibt es hingegen bei der Wasserdichte. Diese beträgt nur 50 Meter. Das reicht für den Alltag zwar völlig aus, nur ins Wasser springen, eine Runde schwimmen und später einen Cappuccino an der Piazza zu sich zu nehmen, ist eher nicht drin. Der absolute Star der Show ist das Sunray-Zifferblatt und das ist völlig egal, ob in der hellblauen, in der roséfarbenen oder in der schwarzen Variante. Das Zifferblatt sorgt für atemberaubende Effekte in der Sonne und im Tageslicht und ändert je nach Lichtstimmung auch seinen Farbton. Bei hellem Licht ist das Zifferblatt richtig hellblau, bei schattigen Lichtstimmungen schimmert es eher aquamarin, fast schon petrolfarben. Besonders gut gefällt mir, dass das Sunburst-Zifferblatt sich nicht die gesamte Zeit über bemerkbar macht und manchmal wirklich schon in den Hintergrund gerät. Ganz egal, ob das Zifferblatt wie lackiert daherkommt oder metallisch schimmert, die Farbe des Zifferblatts übertreibt es zu keiner Zeit und bleibt jederzeit stilvoll und schön anzusehen. Bunte Zifferblätter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, doch oftmals sind diese Zifferblätter einfach zu grell und kommen fast schon wie Smarties Drops daher. Bei der Venezianico Redentore hat man einen ganz ähnlichen Ansatz wie die Omega Aquaterra Shades Linie gewählt und sich für gedämpfte Farben entschieden. Das wirkt deutlich stilvoller und eleganter als viele andere Uhren mit bunten Zifferblättern und gefällt mir optisch auch deutlich besser als das, was Rolex bei seiner Oyster Perpetual anbietet. Wenn das Video hilfreich ist oder dich gut unterhält, würde ich mich sehr über einen Like freuen, denn so können sich noch mehr Uhrenfans dieses Video ansehen. Das würde mich sehr freuen. Ich danke dir. Licht und Schatten ist ein gutes Stichwort, denn dieses gibt es auch bei der Qualität und der Haptik. Das Gehäuse ist zwar einfach, aber schön verarbeitet. Besonders gut gefällt mir hier das Zusammenspiel aus rundlichen Konturen und harten Kanten. Das Band macht optisch einiges her. Die Bandglieder sind dick und massiv. Die Butterfly-Schließe schließt satt und gibt ein sicheres Gefühl beim Tragen. Vor allem das laute Klicken beim Schließen hat mir als Haptik-Freak wirklich gut gefallen. Das fühlt sich wirklich gut an und hat mich positiv überrascht. Nimmt man das Band in die Hand und lässt man es durch seine Finger gleiten, fühlt es sich gut und hochwertig an. Dass das Band ein klein wenig klappert und deshalb einen verwöhnten Uhrenträger wie mich nicht zu 100% überzeugen kann, kann ich akzeptieren. Immerhin haben wir es hier mit einer Uhr zu tun, die preislich unter 400 Euro angesiedelt ist. Doch dass das Band gestiftet ist, ist ein ganz klarer Minuspunkt. Denn musst du das Armband kürzen, musst du die Pins raushämmern. Hier hatte ich die Wahl, das Armband selbst zu kürzen und einen Nervenzusammenbruch zu bekommen oder es von einem Uhrmacher machen zu lassen und zu hoffen, dass er mir mit dem Hammer nicht die Uhr zerstört. Also auch einen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Ich habe mich für Zweiteres entschieden und bin heilfroh, dass die Uhr nur eine kleine Macke an einem Armbandglied abbekommen hat. Das ist für so eine schöne Uhr einfach nicht das Richtige. Hat die Venezianico die Armbandkürzerei überlebt, überzeugt sie jedoch mit einer wirklich guten Qualität. Die Dauphin-Zeiger machen einen tollen Eindruck. Die aufgesetzten Indizes sowie das aufgesetzte Venezianico-Logo auf 12 Uhr sorgen für schöne 3D-Effekte und dass das Sunray-Zifferblatt genial daherkommt, sollte mittlerweile wirklich deutlich geworden sein. Die Venezianico Redentore kostet in der 36mm Variante 390 Euro und in der 40mm Variante 455 Euro. Dafür bekommst du eine Menge Uhr fürs Geld und eine Uhr, die wirklich zu begeistern weiß. Ganz egal, ob das deine erste Luxusuhr ist oder ob du ein erfahrener Uhrensammler bist. Klar, in dieser Preiskategorie bekommst du auch eine Seiko, doch die hat ganz sicher nicht dieses luxuriöse Charisma. Du bekommst eine Citizen Tsuyosa, aber die besitzt bei weitem nicht solch ein schönes, edles Zifferblatt. Du bekommst eine Tissot Pair X, aber nur in Quarz. Und ja, eine Laurier Falcon hat nochmal eine bessere Fertigungstiefe, vor allem beim genialen Armband. Da musst du stilistisch jedoch mit einem Plexiglas vorlieb nehmen und überhaupt kommt die Vintage-inspirierte Uhr deutlich tooliger und rauer da eher als die auffällige, charismatische Redentore, die vom Look und Feel wie eine waschechte, moderne Luxusuhr à la Omega oder Rolex daherkommt. Das macht die Venezianico Redentore zum absoluten Rolex-Killer, denn für unter 500 Euro bekommst du hier bis auf die Rolex-Qualität und den Luxus sowie Statusaspekt prinzipiell alles, was dir auch eine Rolex bietet. Ein schönes, modernes Design, ein automatisches Werk und eine Uhr, die nach Luxus aussieht und sich beim Tragen
einfach nur gut anfühlt für einen Bruchteil des Preises. Und willst du dir noch mehr Inspiration für deine erste oder auch deine nächste Uhr holen, schau dir jetzt das nächste Video rund um das Thema Uhren und Luxusuhren an.